Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Es ist jetzt gerade der dritte Tag oder der zweite Tag, halt vorgestern sind wir angekommen. Und heute geht's richtig los. Jetzt gleich werden wir nämlich Jetski fahren. Und morgen werden wir eine richtig kranke Boottour machen, wo wir so in Blue Caves gehen und so mit Schildkröten schwimmen. Deswegen bleibt dran. Jetzt werden wir aber erstmal Jetski fahren. Es ist so unendlich brutal warm. Ich schwitze wie ein Schwein. Es ist so brutal warm hier. Wir müssen jetzt einfach zu Fuß zu diesem Jetski-Ding da gehen. Wir wissen nicht mal, ob das überhaupt ein Jetski-Verleih ist, ein richtiger. Am Ende ist das irgendein Privatmensch oder so. Oder von irgendeinem Hotel, weil wir haben nur noch nur Jetskis gesehen. Ja. Nicht bei der Hitze. Nicht bei der Hitze. Wir haben jetzt zwei Jetskis für 30 Minuten jeweils 200 Euro bezahlt. Insgesamt aber, ne? Insgesamt 200 Euro bezahlt. Jetzt sitzen wir hier, holen uns irgendwas zu trinken und müssen jetzt 15 Minuten warten, bis die ganzen Jetskis hier da sind. Ja, ich denke die ganze Zeit, wir wurden abgezogen. Ja, komplett 200 Euro. Aber ist immer kein... Ich weiß, das ist sehr viel. Aber immer teuer. Aber 15 Minuten kosten 60 Euro. Ich habe keine Vergleichspreise. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Was sagt ihr? Ist abgezogen. Ich bin komplett geduscht! Sollen wir wechseln oder willst du fahren? Oh mein Gott, So, darf ich wieder fahren oder? Wir sind wieder im Game, oder? Wir sind total geflogen, geduscht und gebadet. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Wir können wieder tauschen, ne? Nice. Okay, wir waren jetzt Jetski fahren, das hier waren die ganzen Aufnahmen. Wir sind einmal brutal runtergefallen, ich habe danach einen Trauma bekommen, ich werde nie wieder ein Jetski anfassen. Aber an sich war ganz... Aber an sich war so ganz geil. Wir sind zurück im Hotel. Jetski-Fahrer hat mich brutal auseinandergenommen. Wir werden morgen noch so eine richtig fette Bootstour machen. Das wird auch nochmal richtig krank. Freitag werden wir nochmal Quads mieten. Das wird auch nochmal richtig krank. Und irgendwann wollten wir vielleicht nochmal privaten Boot mieten. Aber mal gucken, wie wir das so zeitlich hinbekommen. Es ist jetzt Abend. Wir haben uns fertig gemacht. Wir gehen jetzt erstmal an den Strand, bisschen Bilder machen. Und danach essen, ne? Ja, Döner heute. Ja, nee, heute kein Döner. Wir sind jetzt auf so einem Boot drauf. Ich hoffe, das wird, glaube ich, ganz geil. Hier hinten, da ist eine Insel. Und jetzt fahren wir dann gleich erstmal los zu, keine Ahnung, wo. Oh mein Gott. Jetzt sind wir hier irgendwo in so einem, oh mein Gott, wir fahren einfach in so eine Höhle rein. What the fish? Okay. Okay. Na, ganz wichtig, das ist mein Handy ist weg, wenn ich das fallen lasse. Was machen wir hier? Oh shit. Der stoßt uns aber nicht gleich oder so, ne? Geil. Alles nass hier oben. Deutsche Taschen sind leer. Ja, ist gut, ist gut. Let's go! Wir sind jetzt im Wasser, wir sind einfach da hinten runtergeflogen und es ist brutal hier. Also oh, das sieht ein bisschen schön aus. Auf jeden Fall crazy, das Wasser ein bisschen eklig. Ich würde sagen, ich tauche euch kurz ein bisschen so tief runter, wie ich kann. Wo?
auch richtig viele Fische. Vielleicht soll ich einen mitnehmen? Hä? Soll ich machen? Wir sind jetzt zurück aufs Boot. Also ich bin jetzt zurück. Wir kriegen aber noch so einen Tauchstopp, wo es wahrscheinlich vielleicht doch schöner ist. Nächster Tag, wir haben 2 Quads gemietet, da werden wir jetzt um die ganze Insel fahren. Gestern die Bootstour war ganz cool, dann haben wir nicht mehr sowas richtig krass gemacht, sind halt nur noch so essen und so gegangen. Jetzt gehen wir gerade zu diesem Quad-Verleih hin und dann mal gucken, wie die Quads so werden. Da vorne stehen unsere Quads. Seid ehrlich, ist es vorbei für mich so? Bin ich finished? Oh Mann. Was ist jetzt los? Ich bin ein bisschen scared. Ich hoffe, du verkackst nichts, Max. Schauen wir mal. Fährt legit jeder ohne Helm. Also ohne Helm ist, wenn Polizei kommt, 300 Euro Strafe und das darf ich aber drauf. Wir haben jetzt irgendwie so einen crazy Spot gefunden. Boah, das sieht so geil aus hier, ne? Wow. What the fuck, was sind das hier für Wege, Max? Was müssen wir hier fahren? Wir sind jetzt auf dem Weg zu Blue Cave, wo man da hinkommt. Auf dem Weg ist sehr viel passiert. Da war auf einmal ein Mann, der saß auf dem Haus drauf und hat mit einem Jagdgewehr geschossen aus Fortnite. Das war legit ein Jagdgewehr, ein Sniper hat er geschossen damit, irgendwo in die Luft oder so, keine Ahnung was das war. Und jetzt parken wir hier und dann gehen wir da irgendwo runter. Irgendwo da unten müssen wir hin, da ist für geiles Wasser. Ey Mann, wie weit muss man hier gehen? 500 Stufen, ey. Ich bin jetzt gesprungen, ist auf jeden Fall brutal. Man ist letztes Mal in der Wasser und alles salzig, das tut richtig weh. Und da will ich aber nicht runterkommen. Da ist ein bisschen zu hoch. Also um diese Kackberge da runter zu gehen, muss man so unendlich viele Stufen halt machen. Ich bin runtergegangen, wir sind alle zum runtergegangen, sind geschwommen und so, haben da gelegen. Ich musste auf Klo, ich bin hochgegangen zu diesem Restaurant hier, noch weiter oben. Ich bin wieder runtergegangen und dann sind wir wieder hochgegangen. Mir ging es in meinem ganzen Leben noch nie so schlecht. Bei 35 Grad pralle Sonne oder so. Ich bin komplett kaputt. Ich hatte noch nie so eine Anstrengung. Bei keinem Boxtraining der Welt, bei keinem Laufen, bei keinem irgendwas. Ich bin so tot. Wow. Okay, das da sieht crazy aus. Wow. Oh mein Gott, da gehen wir jetzt rein. So, jetzt ist der nächste Tag. Wir können gestern Geister machen. Wir waren komplett kaputt. Es ist gottlos auch. Ich kriege einfach so eine Sonnenallergie oder so auf meiner Haut. Jetzt ist heute der letzte Tag. Wir gehen nur noch essen und so. Deswegen, ja, ich zeige euch nachher das Essen. Und dann geht es morgen auch wieder ab nach Hause. Wir müssen um 7 Uhr oder so aufstehen können. Okay, let's go ab ins Flugzeug rein. Okay, let's go rein ins Flugzeug. Hoffentlich heiler Flug. Jetzt rennen wir gerade zur Startbahn und dann starten wir. Wir sind in Düsseldorf. Wir sind zu Hause angekommen. Mir ist gerade eingefallen, es ist Montag. Das heißt, ich habe in einer Woche wieder Schule. Ich habe aber extrem geile Sachen zugeschickt bekommen, was mir die Schule extrem erleichtert. So Leute, und zwar geht nächste Woche bei mir schon wieder in die Schule los. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon Schule habt. Damit es für mich aber nicht so schlimm wird, habe ich extrem geile Sachen zugeschickt bekommen von Heft. Nämlich habe ich Hausaufgabenhefte von Heft zugeschickt bekommen. Das hier ist zum Beispiel das erste. Bevor ich aber zeige, was für geile Sachen es da drinnen gibt. Ich habe davon 4 Designs zugeschickt bekommen. Einmal die beiden. Dann noch einmal so einen richtig geilen Löwe hier. Ich würde sagen, das hier ist mein Favorite. Das hier sieht einfach, ich mag es so, wenn es so schlicht ist. Das hier ist auf jeden Fall extrem geil. Ich finde, das hier ist auf jeden Fall mein Favorite-Motiv. Ich finde, das ist ganz bunt am geilsten. Ja? Ja. Warte mal ganz kurz. Ja, hier, jeder Tag, hier steht, bei jedem Tag steht hier, man vergisst so viele Wörter, nur Dings vergisst man nie. Hier, überall steht irgendwas. Leben ohne Pizza ist möglich, aber sinnlos. Ja, also, das Hausaufgabenheft ist auf jeden Fall extrem geil gestaltet. So, das ist einfach. Da steht einfach nicht nur Montag, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Freitag, sondern man fängt zum Beispiel hier an. Dann geht's hier los. Hier hat man so eine Notenliste, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Dann hat man hier so Fächer, auch Noten. Dann haben wir hier zum Beispiel schon mal das erste, einfach so eine Weltkarte mit allem. Einfach hier Mount Everest, Russland, Kanada, USA, China, Brasilien, Australien. Einfach hier ist alles drin so, also für Geografie, falls man da mal Hilfe braucht. Hier ist dann gleich nochmal von Europa.
Hier ist Grammatik, also es sind auf jeden Fall extrem viele Regeln auch drin zum Lernen. Zum Beispiel Komma-Regeln. Ich brauch's auf jeden Fall. Das ist so wichtig für mich, ne? Hä? Okay, dann jetzt mal ohne Spaß. Ihr wisst, wie schlecht ich in Latein bin. Und das ist geil. Weil guck mal, diese ganzen Tabellen und so, die müssen wir uns eigentlich immer aufschreiben und die sind einfach hier alle drin. Mach eins zurück nochmal. Das habe ich no joke noch nie gesehen. Oh. Die musste ich damals mal auswendig lernen von meiner Lehrerin, die hat uns verhauen. Also das war wirklich schlimm, was wir da machen mussten. Geometrie, Algebra. Das ist so gut. Dann geht's hier weiter. Hier fängt es an. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das ist an jeden Tag. Hier kommt mit den ganzen Witzen und so. Extrem geil. Hier kann man zum Beispiel einfach so längs mal dieses Labyrinth-Spiel. Sudoku. Hier Sudoku. Stadt, Land, what? Geil. Das ist ehrlich nice, dass man das jetzt mal spielen kann. Das spielen wir in der Schule, wenn es langweilig ist. Oder wenn man eine Freistunde hat oder so. Oh, das hier ist extrem wichtig. Also meine College-Blöcke sehen immer extrem. Also ich kritze da manchmal einfach rum, wenn mir langweilig ist so. Und hier haben sie sich was ausgedacht, damit es nicht so aussieht. Zwar gibt es einfach extrem viele Kritzelseiten. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Das ist einfach, gefühlt gar kein Hausaufgabenheft mehr, sondern einfach so ein Begleiter für das ganze Schuljahr. Also das kannst du gefühlt immer bei dir haben, für alles benutzen. Dann gibt es außerdem hier noch Stadt, Land, Fluss, nochmal richtig, richtig viel. Also ihr könnt damit wirklich mit eurer ganzen, ihr könnt es mitnehmen mit der ganzen Klasse. 100 Mal gefühlt Stadt, Land, Fluss spielen. Dann gibt es hier außerdem noch so ein paar geile Sticker, da steht einfach Heft wegen Hefte und dann Heft-Tick steht einfach drauf. Aber wenn ihr Bock habt, irgendwo draufkleben einfach. Das sind Lesezeichen. Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre ein Sticker, aber das sind Lesezeichen. Zack. Geil, ein Heftkissen. Dieses Hausaufgabenheft kann ich nur empfehlen, es ist richtig, richtig geil. Wenn ihr in der Pause langweilig ist, weil ich weiß, was man machen soll, nimmt dieses Heft, nimm es mit in die Schule und habt auch euren Spaß. Checkt's ab, erster Link in der Videobeschreibung. Falls ihr das gleiche wie ich haben wollt, das ist das Motiv, was ich auf jeden Fall benutzen werde. Und jetzt weiter mit dem Video. Wie ihr schon gesehen habt, hier unten ist ein Koffer, das heißt, ihr wisst, wer da ist. Hallo. Und ich habe extrem geile Geschenke hoffentlich mitgenommen. Du guckst noch nicht. Okay, der erste Geschenk, das habe ich nicht im Video gezeigt, ist das hier. Das ist einfach... Na, wie süß. Das ist eine Schildkröte, aber wir... Hey. Aber wir haben so ein paar Insider mit einfach Pandas. Ich frage mich, wieso Pandas? Ich weiß nicht, ob wie das kam, deswegen habe ich... Deswegen habe ich einen Panda geholt. Guck mal, das hat sie mir auch schon mal geholt. Das ist nämlich auch das hier. Sie hat mir einfach eine Panda-Wärmflasche geholt. Die wird eh nur sie hier benutzen, weil ich keine Wärmflasche benutze. Dann hat sie mir so einen Panda-Korb geholt und Panda-Cookies. Ja. Ein Panda-Baby. Nice. Pandas. Dann habe ich noch... Der Panda ist nicht mein Handy. Dann habe ich noch dieses hier für sie geholt. So ein Urlaubsarmband. Oh, wie hübsch. Ist, mach mal ran. Oh, wow. Guck mal, wie es aussieht. Mach, helf mir. Oh Mann. Zieh. Das sieht richtig hübsch aus. Doch, ist schön. Ist danke. Auf jeden Fall schön. Auf, geh weg! Ey! Spaß. Dann noch ein Armband so mit so Muscheln. Das war einfach in so Souvenirshops. Wow. Mach an die gleiche Hand aber lieber, oder? Weil da ist ein bisschen Arsch. Ja, da hab ich schon. Ja, mach daran. Lieber dann. Wie sagst du? Egal. mach auf. Lass jetzt so. Nein. Mann. Wie lange brauchst du bitte? Okay, mach. Zieh zu. Okay, zeig. Sieht. Richtig, ehrlich, aber jetzt müsste ich auch so ich find, sein. Jetzt müsstest du auch brauchen. Ich bin Lightskin. Nein, sonst Spaß. Ich bin nicht Lightskin, ich bin aber ein bisschen mehr Lightskin. Oh, voll schön, danke schön. Bitteschön. Okay, dann habe ich. Wirf mich nicht mit meinem Panda ab. Dann hat sie gesagt, hat sie auch noch was für mich. Ich war bei Zara. Stimmt, sie war. Bei Zara und hat mir. Ist es ein Set oder? Mhm, also nee. Ich habe ein T-Shirt geguckt, was ungefähr passt. Ja. Okay, das wird jetzt erstmal anrührt. Ich habe es angezogen. Ich finde auf jeden Fall doch so schon Flash, oder? Wie findest du es? Schon? Schon? Nein, schon. Du hatest mich immer dafür. Nein, okay, doch. Okay, es ist schon. Doch, es ist schon Flash, oder? Also ich finde es gut aus, oder? Ja, ich finde auch, sonst hätte ich es nicht gekauft. Ja, ist doch besser so. Hey! Nein, kein. Nee, nein, nicht abwerfen. Okay, dann danke fürs Geschenk. Bitteschön. Ich würde sagen, an der Stelle, das war. Das Video, das war der Urlaub, ich bin jetzt zu Hause. Schreibt mal rein, ob ich ein Lightskin geworden bin. Ich glaube nicht ganz. Ja. Ja, du bist auf jeden Fall kein Lightskin. Ich war auch nicht im Urlaub. Ja, so gemein. Deswegen, das war es an der Stelle mit dem Video. Gerne in die Kommentare, ob ihr im Urlaub wart oder so. Wenn ja, wo? Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.
Also, tschüss.